Oder wenn sie nur noch zurückschießen, die kann ich gar nicht leiden. Eine Stunde und drei Minuten oder sowas, lächerlich. Ich mach so lange, bis die Kamera abnippelt. So, Trödelfrau. Der Wert SPS einer Waffe kennzeichnet ihren Schaden pro Sekunde. Er ergibt sich aus dem Grundschaden der Waffe, modifiziert durch ihren Zustand, ihrer Waffenfertigkeit und der Feuerrate der Waffe. Can't believe it. Freundlich. Was? Wenn Ringo nicht bald ausgeliefert wird, hole ich meine Leute und wir brennen die Stadt nieder. Verstanden? Sag mal. Das werden wir uns merken. Speichern, alle umbringen kurz und so? Wenn sie also nicht kapieren. Was wollen sie? Was hatten sie über Ringo gesagt? Hat Händler der lieber Schoss, statt die Gebühr für den Aufenthalt auf unserem Territorium zu bezahlen. Er versteckt sich in der Stadt. Es würde diesen Idioten recht geschehen, wenn wir nach der Abrechnung mit Ringo diesen Ort in Schutt und Asche legen würden. Hey, ich könnte Ihnen helfen, die Stadt zu übernehmen. Na, was sagen Sie? Bestimmt behindert? Dieses Gebiet ist Ihr Territorium? Was ist jetzt? Ich und die anderen Leute sind aus dem RNK-Gefängnis östlich von hier ausgebrochen und haben übernommen. Jetzt bestimmen wir. Deine fette, haarige Mutter bestimmt. Warum saßen Sie im Gefängnis? Das geht Sie überhaupt nichts an. Sie sollten doch wissen, dass man solche Fragen nicht stellt. Ich muss nur wissen, ob ich mich in ihrer Nähe hüten sollte. Paar Leute ausgeraubt, paar Sachen abgefackelt, paar Typen umgelegt. Gut, ich muss mich also nicht hüten. Was geht im Rest des Ödlands vor sich? Der gleiche alte Scheiß wie schon seit Jahren. RNK und Legion kämpfen aus irgendeinem Grund immer noch um den Hoover-Staudamm. Ich könnte Ihnen helfen, die Stadt zu übernehmen. Na, was sagen Sie? Mal gucken. Verlassen wir erst die Stadt, bevor wir weiterreden. Hier sind zu viele unfreundliche Ohren. Wissen Sie etwas über den Hoover-Staudamm? Ich war dort nicht mehr, seit es da vor RNK-Truppen wimmelt. Muss ziemlich wichtig sein. Ja, ich glaube, es ist wichtig. Was wissen Sie über die Legion? Ich war schon in vielen harten Gangs. Aber mit der Legion sind sie nicht zu vergleichen. Habe gehört, sie stecken Leute auf Pfähle und so. Nicht, dass ich Angst vor ihnen hätte, aber ich gehe ihnen lieber aus dem Weg. Weil ich Angst vor ihnen habe. Reden wir über die RNK. Liegt Neukalifornien. Da ist nichts neu. Nur ein Haufen Leute mit Geld und Macht, die alle anderen herumschubsen. Sie haben Truppen in der ganzen Mojave. Aber in so einer großen Wüste kann man sie auf Wunsch leicht umgehen. Na gut, auf Wiedersehen. Verpiss dich, Alter, verpiss dich. So, ich hätte dich, Tobi. Sie haben ganz schön für Aufruhr gesorgt. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Willkommen im Prospector Saloon. Ich habe für Aufruhr gesorgt? Ich? Achso, mir wurde ins Gesicht geschossen. Es könnte auffallen, wenn jemand ins Gesicht geschossen bekommt. Zeigen Sie mir mal Ihr Angebot. Für das, was Sie für uns getan haben, bekommen Sie einen Sonderrabatt. Trudel, ab jetzt immer so. Trudel. Hier, hast du ein bisschen Blähfliegenfleisch, Trudel. Vielleicht kannst du damit ja etwas anfangen. Du zuckriges Kartoffelkind. Cherry Bomb, Kanschave. Altmetall, Kanschave. So, wo sind diese Druckkochtöpfe und was weiß ich, was ich da für eine Kacke gesammelt habe? Sensormodul, kannst du alles haben. Aber nicht meine Sachen. Ja, aber du kannst alles haben, aber nicht meine Sachen, okay? Es ist langsam da, wieder mit dir vorbei. Achso, das war alles gewesen. Danke. Gut. Ich habe Ihren Streit mit angehört. Worum ging es dabei? Sieht aus, als wäre unsere kleine Stadt in was reingeraten, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Vor einer Woche ist dieser Händler Ringo hier angekommen. Überlebender eines Angriffs, sagte er. Verfolgt von fiesen Leuten. Brauchte ein Versteck. Wir dachten, dass er nur einen Schock hat. Also gaben wir ihm den Platz zum Hinlegen. Wir hatten nicht erwartet, dass ihn tatsächlich jemand verfolgt. Wo ist Ringo im Augenblick? Er hat sich in der verlassenen Tankstelle auf dem Hügel verschanzt. Warum töten Sie Cobb nicht einfach und basta? Sie meinen ihn ermorden? Sowas machen wir nicht. Auch wenn Cobb Abschaum ist. Da kann er so viel poltern und drohen, wie er will. Was werden Sie nun tun? Ein paar der anderen, Sunny zum Beispiel, werden sich auf Ringos Seite schlagen, wenn er sie um Hilfe bittet, was er bisher noch nicht getan hat. Ich persönlich hoffe ja, dass er sich eines Nachts aus der Stadt schleicht und die Pulverbande mitnimmt. Pulverbanditen? Eigentlich nur Strafgefangene. Die RNK hat sie aus Kalifornien hierher gebracht, damit sie an den Bahngleisen arbeiten.
Nur hat sich leider herausgestellt, dass es nicht die beste Idee ist, Häftlingen Dynamit und Sprengpulver in die Hand zu drücken. Vor kurzem gab es einen großen Ausbruch. Ein paar von denen haben sich zusammengetan, um Unheil stiften zu können. Mit denen haben wir es jetzt zu tun. Super, super. Egal, ich möchte über etwas anderes sprechen. Was passiert, wenn ich Ringo helfe? Wenn Sie Ringo aus diesem Schlamassel helfen könnten, hätten Sie in Good Springs einen guten Ruf. Ich würde Ihnen auch Rabatt geben. Natürlich würde es außerdem die Pulverbande zornig machen, wenn Sie Ringo helfen. Und die haben eine Menge Freunde da draußen. Sehr gut. Mehr Gegner für mich, würde ich sagen, ist schon mal sehr schön, ja? Aber einen Rabatt, Madame, bekomme ich doch schon von dir, du Lügnerin. Helfe ich Ringo, bin ich also in Good Springs beliebter. Und was, wenn ich den Pulverbanditen helfe? Ja, wahrscheinlich bin ich in Good Springs nicht mehr so beliebt. Keine Ahnung, warum Sie sowas tun sollten. Klar, denen würde das gefallen, aber die Leute hier würden das überhaupt nicht toll finden. Klar, den 400.000 Pulverbanditen würde das gefallen, aber den drei Leuten hier in Pisstown könnte das ziemlich gegen die Laune gehen. Wer war der Mann, mit dem Sie sich gestritten haben? Hat es doch gesagt? Er ist ein Sträfling, nur ohne Ketten. Sagte, sein Name ist Cobb. Sie nennen sich Pulverbande. Da draußen gibt es noch viel mehr von seiner Sorte. Ich versuche, die Leute zu finden, die mich angegriffen haben. Wissen Sie etwas darüber? Nicht viel. Außer, dass sie ein Haufen Schmarotzer sind, die ein paar Freirunden erwartet hatten. Allerdings habe ich sie schon zum Bezahlen gebracht. Natürlich hat einer der Großkane versehentlich mein Radio auf den Boden geworfen. Seitdem ist es kaputt. Haben meine Angreifer was gesagt, wo sie hinwollen? Sie hatten sich deswegen irgendwie gestritten. Aber der Kerl im karierten Mantel hat sie immer wieder zum Schweigen gebracht. Offenbar kamen sie aus dem Norden durch Quarry Junction. Wenn das so ist, kann man ihnen wohl keinen Vorwurf machen, dass sie nicht zurück wollen. Warum das denn? Die ganze Gegend ist voll mit Viechern, die nur stinksauer werden, wenn man auf sie schießt. Händler meiden diesen gesamten Abschnitt der I-15, als wäre er radioaktiv. Wer weiß, vielleicht ist er das sogar. Solche Viecher könnte ich ja hassen, die auf einen sauer werden, wenn man auf sie schießt. Das hasse ich richtig. Oder wenn sie nur noch zurückschießen. Die kann ich gerade nicht leiden. Wohin wollten sie als nächstes gehen? Ich konnte es nicht genau hören, aber der Anführer sprach vom Strip. Wenn der Kerl auf dem Weg dorthin die 15 vermeiden will, muss er nach Osten gehen, den Highway 93 hoch. Soll ich mal Ihr defektes Funkgerät anschauen? Klar. Von außen sieht man nichts. Aber ich glaube, irgendwas da drin ist kaputt. Es wird auch was für Sie rausspringen. Ich bleibe gerne auf dem Laufenden über das, was in der Welt passiert. Und Mr. New Vegas ist so ein netter Mann. Oh, so ein netter Mann. Kennen Sie den Roboter, der mich gerettet hat? Ich kenne dieses Ding so gut wie jeder andere hier. Es lässt uns meistens in Ruhe, was mir nur recht ist. Was macht er hier eigentlich? Ab und zu rollt er ein wenig herum. Sonst macht er nichts Nützliches, soweit ich das beurteilen kann. Keine Ahnung, warum er sich für Sie interessiert, aber ich wäre lieber vorsichtig. Bisher hat er noch nie jemandem geholfen. Sie mögen ihn nicht? Er tut zwar sehr freundlich, aber ich vertraue diesem ganzen lustiger Cowboy-Getue nicht. Das ist alles sehr gruselig. Du lügst doch. Wie lange ist er schon in Good Springs? Raus damit. Er war schon hier, als ich den Saloon vor 7 Jahren übernommen habe. Angeblich hat sein Eigentümer hier gewohnt, aber niemand weiß, wer das war. Schon gut, reden wir über das andere. Hat Good Springs viele Besucher? Hauptsächlich Händler, die Großhornfleisch und Felle kaufen wollen. Die sind auch der Hauptgrund, warum der Gemischtwarenladen überhaupt noch läuft. Die meisten Reisenden auf der I-15 Richtung Süden gehen direkt nach Prim weiter, wenn sie nicht gerade unbedingt Vorräte brauchen. Geht irgendwas Interessantes im Rest des Ödlands vor sich, Madame? Es passiert immer was Interessantes. Aber das Wichtigste ist wohl die anstehende Auseinandersetzung zwischen der RNK und der Legion am Damm. Reden wir über die RNK. Da will ich noch ein bisschen genauer nachhaken. Die Republik Neukalifornien hat am meisten Macht in Nevada. Geld, Truppen, die ganze Palette. Sie tun ihr Bestes, um für Sicherheit in der Region zu sorgen. Aber wenn Sie mich fragen, muten die sich zu viel zu. Sie verteilen sich zu sehr. Warum wollen Ihrer Meinung nach sowohl RNK als auch Legion den Damm? Es ist doch klar, was sind das für saudumme Fragen. Aber vielleicht kommt dabei halt irgendwas rum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die RNK den Damm halten will, weil er eine der wenigen Möglichkeiten in der Gegend ist, Strom zu erzeugen. Die Legion ist allerdings ein Haufen Wilder.
Keine Ahnung, was die mit dem Damm wollen. Wahrscheinlich wollen sie ihn zerstören oder so. Böse Legion. Böse. Was können Sie mir über die Legion sagen? Sklaventreiber, Killer und eine Menge Ärger. Sie ziehen sich wie römische Soldaten an. Also werden Sie sie sicher erkennen, wenn Sie sie sehen. Gerüchten zufolge ist die Legion deutlich größer, als die RNK zugibt. Und es ist reines Glück, dass die Legion das Gebiet noch nicht überrannt hat. Das glaube ich nicht. Auf Wiedersehen, Mademoiselle Lügnerin. Passen Sie auf da draußen. Wie sie mich anschreit. Ich gehe da mal. Passen Sie auf! Oh. Hallo Radio. Reparieren habe ich auf 25 gemacht, ne? Bei der Untersuchung der inneren Bauteile des Funkgeräts zeigt sich, dass mehrere Teile und Verbindungen sich gelöst haben, als es auf den Boden fiel. Es soll relativ leicht wieder zu reparieren sein. Kinder! Peter Lustig, das Funkgerät reparieren. Hey, Madame Pussy. Wo bist du hier? Ich hab's sauber gemacht. Sie geht einfach raus. Was für eine Dreistigkeit, die sie sich da erdreistet. Ja, also, sie können schneller laufen, solange sie ihre Nee. Hi. Was? Moment mal. Eine Kehle? Trudi. Das kann ich ändern. Willst du mir in den Mund pinkeln? Ich hab das Funkgerät repariert. Ja, ich habe gehört, dass es sich wieder eingeschaltet hat, nachdem sie damit fertig waren. Hier, ein paar Kronkorken für ihre Arbeit. Naja, aber das reicht ja wohl nicht so ganz, ne? Das ist alles? Wollen Sie damit andeuten, dass ich schlampig gearbeitet habe? Wollen Sie damit sagen, dass ich behindert bin? Überhaupt nicht. Ich weiß nie genau, wie viel sowas normal kostet. Hier noch ein paar Kronkorken mehr. Das sollte dann reichen. Also, wollen Sie nicht ein paar der Kronkorken hier im Saloon ausgeben? Hier ist mein Geld. Kann ich es wieder zurückhaben? Am Arsch. Schrei doch nicht so. Passen Sie auf da draußen. Schnell. Obacht, gebe. Wie sieht denn die Missionsauswahl aus hier bei uns? Schießerei in der Geisterstadt. Ringo helfen gegen die Pulverbanditen an... Was? Ringo Hilfe gegen die Pulverbanditen anbieten. Feierliche Öffnung. Ja, das war das. Das sind die Erweiterungen. Die werden wir später irgendwann machen. Da sind sie lang. Beim Betreiber des... Also das ist die Hauptaufgabe und das da oben ist eben die Aufgabe, die wir jetzt hier in dieser goldischen, kleinen, verschlafenen Stadt haben, ja. Ich möchte gerne eine Schaufel haben, um am Friedhof das Ding auszubuddeln. Und ich bin mir sicher, genau dieser Boba Fett, dieses Haus wird eine Schaufel in sich tragen. Los geht's. Durch die Eigenschaft Wildes Ödland werden ein paar normalerweise gewöhnliche Ereignisse so durchgeknallt, dass er meinen könnte, sie hätten brutales, verkacktes Ödland ausgewählt. Leer. Leere Flaschen. Also das ist ja wohl wirklich lächerlich. Da schläft jemand. Psst, psst. Da schläft jemand. Warum erkennt er mich? Warum erkennt er mich denn jetzt? Ich bin hinter ihm. Hier ist eh alles gelb. Das heißt, ich darf klauen. Hör auf. Solange die Anzeige gelb ist, ne, kann ich es mir einfach nehmen. Oh, ein Luftgewehr. Oh, Munition. Oh, Buffout. Oh, ein Schreibwaffe. Oh, ein Teddybär. Habe ich nicht vorhin schon... Habe ich nicht ein Luftgewehr schon die ganze Zeit in der Hand? Nein? 3 Schaden. Ist ja wohl ridiculous. That's dickless. Ein Baseballschläger. Ach, und den Vorschlag haben wir auch noch dabei. Easy Pete. Hey, Easy Pete. Can you help me, Easy Pete? Pete, please. Da muss ich unbedingt nochmal zum Juckelmockel am nächsten Tag und die Sachen verkaufen. Weil das geht ja mal gar nicht. Naja, aber gehen wir erstmal. Easy Pete, ha, ich geh da mal. Da war jetzt leider keine Schaufel. Oh, es hat nicht geladen. Das ist wirklich sehr hervorragend, dieses Spiel. Guck mal. Ach, halt, hier ist doch bestimmt wieder was Geiles drin. Spielzeugauto? Bin ich ein Kind oder was? Okay, ich bin ein Kind. Hui. Hallo? Hier ist nichts. Ah, Moment, aber es ist, hier ist irgendwo... Wir schlafen einfach mal. Hier ist nämlich irgendwo, da vorne rechts, ist ein Wohnmobil, ein altes, kaputtes, mit einer Matratze drin. Ich erinnere mich. Und da sind Großhörner. Ich mach sie tot, bumm. Ich mach sie nicht tot, hallo?